Hallo und willkommen zum vierten Anleitungsvideo zum Thema Datenbanken in der Playlist Datenbanken. Es geht um unser Praxisbeispiel zum Thema Entity Relationship Modell. Die Aufgabe hatte ich im letzten Video schon kurz präsentiert. Hier an dieser Stelle geht es also darum, einen Problembereich Schule in einer Datenbank abzubilden. Der Problembereich besteht aus Klassen. Ich habe hier dahinter in Klammern mal die Attribute, die diese Klassen kennzeichnen sollen, festgehalten. Natürlich kann man hier noch mit Komma wesentlich mehr Attribute darstellen, aber ich will mich ja hier am Wesentlichen orientieren. Neben den Klassen gibt es Lehrer, die haben also eine signifikante Nummer, die haben einen Namen, einen Vornamen, ein Geschlecht. Es gibt Schüler. Wir haben eine Schülernummer, natürlich auch signifikant, das heißt, jeder hat genau eine, die nicht zweimal in der gesamten Schule vorkommt. Name, Vorname, Geschlecht und es gibt noch die Zimmer mit einer Bezeichnung, also einer Zimmernummer und einer Art, ist es Fachraum oder was auch immer. So, wenn wir hier also anfangen, wollen wir als erstes die Entities aus dieser Aufgabenstellung herauslösen und da fangen wir also an mit den Klassen zum Beispiel. Entity hatten wir gesagt, sind Rechtecke. Dann zum Beispiel die Lehrer. Wir platzieren die so, dass also hier noch Relationen dazwischen passen. Die Schüler. Und zu guter Letzt die Zimmer. So. Damit wären also die erstmal Objekttypen, die klar voneinander unterscheidbaren Objekte, wären jetzt einem Typ zugeordnet. Klassen kann ich unterscheiden, Lehrer, Schüler. Sie haben aber in sich, auch wenn das hier Personen sind, durchaus unterschiedliche Attribute. Ja, von den Lehrern interessieren zum Beispiel die Fächer, die sie unterrichten. Von den Schülern interessiert zum Beispiel das Profil, das er besucht und so weiter. Deswegen müssen wir also hier Unterschiede machen. Gut, jetzt geht es um die Beziehung, die Relationships. Ich habe sie hier schon mal eingetragen. Man kann natürlich auch zwischen Schüler und Zimmern, aber oft braucht man gar nicht alle Beziehungen, sondern man muss gut überlegen, welche Beziehungen reichen denn aus, um hier unsere Informationen vollständig darzustellen. Also, wir haben hier eine Klasse und der ist genau ein Zimmer zugeordnet. Im Sinne des Klassenzimmersystems also haben wir eine zu 1 Beziehung. Ein Zimmer gehört zu genau einer Klasse als Klassenzimmer, also eine 1 zu 1 Beziehung. Weiter geht's. Ein Schüler gehört zu genau einer Klasse. Eine Klasse hat aber viele Schüler zu n. Das heißt also, wir haben es hier zwischen Klasse und Schüler mit einer klassischen 1 zu viele Beziehung zu tun. Und die letzte Beziehung in unserem Modell. Eine Klasse wird von vielen Lehrern unterrichtet. Und ein Lehrer unterrichtet wiederum viele Klassen, also ein typisches M zu N Verknüpfungsproblem, das sich hier darstellt. Somit hätten wir also erstmal ganz grundlegend das Modell unseres Problembereiches hier dargestellt und können jetzt noch den letzten Schritt machen, nämlich die Eigenschaften hinzufügen, zunächst für die Klasse. Hatten wir gesagt, die Eigenschaften, Bezeichnung und Klassenleiter. Für den Lehrer, die Lehrernummer, die Primärschlüssel, also die signifikanten Attribute, sind hier entsprechend mit einem Unterstrich hervorgehoben. Das ist wichtig, dass man die also von vornherein kennt und berücksichtigt. Die Eigenschaften für die Schüler und zu guter Letzt die Eigenschaften für das Zimmer. Somit wäre unser Entity-Relationship-Modell jetzt soweit vollständig.
dass wir dazu übergehen könnten, dieses Modell jetzt in eine Form zu bringen, die wir dann auch in eine praktische Datenbank überführen können. Erst einmal haben wir hier ein Modell eines Teils der Realität, nämlich zum Beispiel der Schule, mit ihren Zusammenhängen, mit ihren Eigenschaften recht anschaulich dargestellt. Das ist ja schwierig genug, wie will man es sonst beschreiben? An dieser Stelle ist es also dann schon wichtig, aber trotzdem noch weitere Schritte zu gehen, um letztendlich dann die Tabellen in der Datenbank erstellen zu können. Eins habe ich hier noch vergessen. Man kann natürlich auch noch Attribute, Eigenschaften für solche Beziehungen vergeben. Ja. Im nächsten zeige ich noch, wie man eine M-to-N-Beziehung handhabt. M-to-N-Beziehungen sind schwierig zu handhaben. Sie werden in aller Regel ersetzt. Sie erhalten also eine Ersetzung. Und die Ersetzung sieht also so aus, dass wir die beiden Entities, Objekttypen, die mit dieser Beziehung verknüpft sind, ein wenig auseinanderrücken. Und hier die Beziehung durch eine neue Entität, durch ein neues Entity, durch einen neuen Objekttyp ersetzen. Was haben wir dabei gekonnt? Nun, wenn wir jetzt hierfür einen Objekttyp setzen, dann können wir diesen Objekttyp zu den beiden benachbarten Objekttypen mit einer N-zu-1-Verbindung verknüpfen. Wir werden sehen dann, dass das doch sehr praktische Vorteile hat, insbesondere was dann also die Umsetzung unseres Modells in die praktische Datenbank im Programm, im Datenbankmanagementsystem bedeutet. Gut, also erstmal in aller Ruhe anschauen, die Zusammenhänge festhalten und wir kommen dann zum nächsten Schritt aus dem ERM in das relationale Datenmodell, in die Tabellenform, das Ganze zu übersetzen.